Was für ein angenehmer Mensch kommt jetzt zu uns. Das ist sein neues Meisterwerk, kommt erst in wenigen Wochen raus, glaube ich. Wir haben die große Ehre, es zu präsentieren. Melodie heißt es. Er tritt bei öffentlichen Auftritten immer mit einer interessanten Maske auf. Und er beweist uns, dass Hip-Hop auch ohne Schwulenfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit auskommen kann. Hier ist das Genie, Crow. Bitte. Bitte nimm Platz. Lieber Crow, darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja. Was denn? Darfst du ein... Hi. Darfst du ein Weinchen sein? Oh, natürlich, gerne. Ein österreichisches Weinchen? Was habt ihr für saubere Gläser, sag mal. Sauber? Ist das bei anderen Sendungen anders? Wie sauber die sind. Ja, bei anderen sind die nicht so sauber, ne. Echt? Du, was ist dein Lieblingsgetränk? Das haben wir doch eigentlich auch für dich vorbereitet. Cobra Liebe. Ja. Mit ganz viel Liebe. Cuba Libre, nicht Cobra Liebe. Nein, bei uns ist es Cobra Liebe. Ach so, das war schon wieder, echt? War schon richtig, weil das. Ja, schau, da komme ich nicht mit. Bei deinen Sprüchen komme ich nicht mit. Ich check gleich mal, ob der gut ist. Achtung, ich kenne einen Trick nämlich. Wenn nämlich hier die Gelatine oder was auch immer das ist. Gelatine? Wenn es ganz lange braucht, bis dann es ist runterläuft, gut? Dann ist er gut. Ja. Der ist richtig gut. Lass es dir schmecken, mein Lieber. Prost, mein Lieber. Mit Wasser stößt man nicht an. Du, ist dir jetzt eigentlich, weil es ist hier im Studio, hat es ja fast 70 Grad. Ist es unter deiner Maske noch wärmer oder hast du da so eine innere... Da herrscht so ein eigenes kleines, so ein Universum. Ein Hitzeuniversum. Ein eigenes kleines Biotop. Wächst in der Maske durch... eigentlich einen Strohhalm? geht nicht so gut. Ja, können wir einen Strohhalm haben? Ah, ist schon da. Schau, wie schnell das geht. Danke. Trink mal einen Schluck. Oh, herrlich. Ein saufender Panda, was für ein geiles Bild. Hast du eigentlich mehr Sex als deine Artgenossen? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, die haben ja gar nicht mehr Sex, oder? Nee, ich glaube, da gibt es ja eigene Berufe, dass man Panda-Männchen masturbiert. Mm-mm. Doch, wirklich. Das sind in China gibt es da eigene Berufe dafür. Ja. Panda-Bär-Masturbator. Traumberuf, oder? Weiß nicht, ob Traumberuf, aber... Wenn das Geld stimmt. Sind es dann Männer oder Frauen? Männer. Die Masturbierer? Ja. Keine Ahnung, aber hast du dir schon mal überlegt, jetzt vielleicht mit der Maske, wenn du jetzt in Wien bist, in den Zoo Schönbrunn zu gehen, um die Pandas zu verarschen? Kommst du mit? Ja. Mit der Maske? Ja, mit meiner Maske. Dann stellen wir so ein Paarungsding da. Lieber Crow, seit 2011 ist der Erfolg unglaublich. Aber man hat das Gefühl, dass du mit diesem irren Erfolg, es sind 2,5 Millionen verkaufte Einheiten, wie man bei euch Musikern sagt. Einheiten? Sagt man doch, oder? Sagt man. Ja. Seit 1989, ja. Man hat das, ich sag's, man hat das Gefühl, dass es an dir relativ spurlos vorbeigeht. Du nimmst es sehr easy. Du bist einer derjenigen Vertreter, die nicht auf diese Siegerposen des Pop stehen. Das stimmt. Also nicht so wie Ronaldo nach dem Elfmeter zum Beispiel. Das war sympathisch. Balotelli gemacht hat. Das würde bei Crow nie passieren, richtig? Ja, das stimmt. Also ist das Understatement Teil des Erfolgs? Ich denke, ich bin echt noch völlig bodenständig. Dank der Maske auch. Also ich nehme die Maske ab und bin halt einfach irgendein Hans-Peter auf der Straße. Ist das ein geiles Gefühl, dass du in Deutschland ja wirklich ein Megastar bist? Und durch Stuttgart gehen kannst, ohne dass es jemand bemerkt. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Ist auch echt ein lustiges Spiel. Da kann man Leute gut verarschen. Ich denke mir, dass es viele Crow-Faker gibt, Nachahmer, die versuchen, in deinem Erfolg mitzuschwimmen. Wenn man sich die Panda-Maske aufsetzt, sagt man, ich bin Crow. Man kann ja nicht das Gegenteil beweisen. Stimmt, ja. Darf ich mal für Groupies, ja, die nicht wissen, ob sie mit dir mitgegangen sind. Oder mit dir. Oder mit ihm. Gibt es irgendwas an deinem Körper, woran man es erkennen kann? Irgendein Muttermal? Wenn ich das jetzt verraten würde, dann könnte man das ja auch nachmachen. Und dann wäre es ja nicht wieder eindeutig. Stimmt. Na, ich habe aber ein Tattoo. Also das wäre so das erste. Peng? Merk mal. Das ist Ganda Peng. Und wenn man das rumdreht, dann heißt es nämlich Panda Gang. Ah. Das ist die Ganda Peng. Ah, verstehe. Ah, okay. Du hast ja auch dieses Kunstwort zwischen Rap und Pop. Hast du das erfunden quasi? Oder gibt es zumindest noch nicht vorher gelesen? Und wie würdest du es aussprechen? Kein Mensch kann's.
Wie würdest du es aussprechen? Lass jetzt mal dich ins kalte Wasser hier. Rope. Raop. Ähnlich. Raop. Was, ja? Ray. Kro, ne? Kro. Rao. Rao. Raop. 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 Hast du eigentlich alles selbst im Griff oder gibt es ein Marketing-Team im Hintergrund von Crow? Gibt es natürlich, aber ich habe trotzdem alles selber im Griff. Wenn man das nicht macht, dann läuft alles schief. Ja, du hattest Angebote von allen großen Plattenfirmen dieser Welt und hast dich dann aber entschieden, nach mehreren Wochen des Sondierens, dass das alles Quatsch ist. Und du bist ja so PC, habe ich gelesen zumindest, dass du deinen Mitarbeitern, dass du darauf schaust, dass die sehr viel Geld verdienen. Dass die fair bezahlt werden, was ja in der Branche sehr unüblich ist. Das stimmt, also wir sind alles Kumpels. Es fing an mit 4 Kumpels und mittlerweile sind wir 20 Mitarbeiter alle, welche Bretter. Und trotzdem alles Kumpels. Und die verdienen alle auch ganz gut. Und wohnst du noch in einer WG mit 13 Leuten zusammen? Nee, nicht mehr. Das geht nicht. Das ging ja gar nicht. Also es ging gut, aber man konnte nicht Musik machen. Geht nicht. Jeden Tag war entweder eine Party, also es war lauter als ich, oder die wollten schlafen, weil sie irgendwie lernen mussten oder so ein Quatsch. In dem Video von Einmal um die Welt, da hat ja mich ein Kind gespielt und drunter war ein Kommentar: Ey Crow, wie kann das sein? Vor kurzem warst du noch so 18 oder so und jetzt plötzlich 8. Kann doch gar nicht sein. Irre. Und was hast du dann geschrieben? Nee. Der Kommentar mit den meisten Likes. So. Aber du warst mal beim Splash Festival und da waren Leute mit T-Shirts, wo ein Panda-Bär war, der ein Messer im Kopf stecken hatte. Ja, mit überall Blut und so. Ja. Wie viel Feindschaft schlägt dir entgegen? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich mehr als Fanschaft. Glaubst du? Nein. Nein. Bestimmt, doch. Aber man kann dich doch gar nicht hassen. Meinst du? Man kann doch keinen Panda-Bären hassen. Ich meine, es geistert so... Alle lieben Panda. Ja, eben. Es geistert natürlich so Begriff gute Laune, Rapper, Wellness, Hip-Hopper. Ist es so tatsächlich, dass du dass Schmerz oder Verzweiflung nie ein Motor deiner Kunst sein könnte? Doch. Schmerz und also die besten Lieder schreibt man mit Liebe, entweder positiv oder negativ. Also Schmerz oder halt Beflügelung. So. Was wäre die negative Liebe? Ist es Hass? Nein, es ist so Herzschmerz. Ja. Aber nervt dich das, dass du da so quasi in so eine Schmuse-Ecke gedrängt wirst? Nee, überhaupt nicht, ne. So, also ich find's voll okay. Ich mache eigentlich nur das, worauf ich Bock hab. Was ist das? Die Goodie-Box? Ah ja, das stimmt. Das ist mir gar nicht... Ich hab einfach elegant abgelegt. Ja. Was ist da drin? Sollen wir die Katze aus dem Sack lassen? Schon, ne? Ja. Ja, ich... Wow. Ich glaube, ich ahne es. Ich glaube, ich weiß es. Schau mal. Es ist... Ich lass euch mal raten. Was ist wohl das? Ein Puck, ein Eishockey. Ein Kuchen. Achso, na, das kann man. Achso, was ist das? Was zum Anziehen oder was ist das? Was ist das, Crow? Sag's mir doch. Nein. Wieso lässt du mich jetzt so auflaufen? Ich weiß es. Was ist das denn? Was ist das? Das ist ein Panda-Schwanz. Doch, ein Handtuch. Wow. Und hier natürlich sehr interessant, auch diese für mich natürlich nicht enträtselbaren Codes. Du hast die Frage sicher oft gehört. Ja. Was bedeutet dieses umgedrehte Kreuz? Na also, es war ein Abend, wie eigentlich jeder in dem Leben eines Rockstars. Und wir hatten ein paar Cobra Libes drin. Und am nächsten Morgen wachte ich so auf dem Sofa, so. Und hatte ein Kreuz auf der Stirn. Das hat dir einer drauf gemalt. Einfach so. Und dadurch, dass du hast es nicht mehr runtergekriegt. Überlag, so war es dann falsch. Mehr Geheimnis steckt da nicht drin? Nee. Und seitdem muss ich so, ich habe keine andere Maske mehr, seitdem muss ich mit dem rumlaufen. Es geht auch nicht mehr weg, ich habe es versucht. Gestern. Hast du eigentlich nur die eine? Bei Kommissar Rex hat man ja immer 4 Schäferhunde verwendet. Ja. Ja? Ja. Ach, du hast nur die eine? Ich hab nur die eine. Echt? Ja. Ist auch gefährlich, weil die wird vielleicht gestohlen. Was dann? Weiß es noch nicht. Ja. Ist noch nicht passiert. Gut, Handtuch, also das kriegt man, das kostet auch was, nehme ich an, wenn man dann ein neues, fantastisches Album kauft, das noch nicht draußen ist, oder? Ja, ist nicht draußen. Wann kommt es? 6.6. 6.6. Bist du in Österreich? Ich hatte die noch nicht in der Hand. Ich hatte die noch nicht in der Hand. Jetzt das erste Mal. Echt? Er wird in Österreich in Zwentendorf spielen, das ist ein Atomkraftwerk, an stillgelegt ist. Ah. Beim Tomorrow Festival am 30. Mai und am 7. Juni am Tag am See in Bregenz wirst du spielen. An dem Tag spielst du an 3 verschiedenen Bühnen rund um den Bodensee, weißt du das? Nee, was? Und am 17.11. dann in Wien. Mhm.
Das heißt, dein Terminkalender ist sehr voll und du weißt gar nicht, was dich übermorgen erwartet. So sieht's aus. Lieber Crow, die Frage sei mir erlaubt, hast du gewählt jetzt am Sonntag? Ich hatte keine Zeit. Kein was? Ich hatte überhaupt keine Zeit. Ich war nicht mal daheim. Was hättest du gewählt? Die Rap-Partei. Die gab's nicht? Nee? Na? Oh. Dann nicht, ne? Dann wahrscheinlich nicht. Bist du ein bewusst unpolitischer Künstler? Überhaupt nicht, nein. Ich trage nur nicht gerne meine Meinung nach außen, weil dann kann man nämlich gleich auf den Finger auf mich zeigen und sagen, guck mal der. Ja, klar. Okay, du willst es nicht verraten, verstehe ich. Aber du, also wenn du Zeit gehabt hättest, wärst du gewählt. Dann hätte ich gewählt. Ja.